Willkommen zu unseren News am Mittwoch, dem 27.09.2023, zu einer neuen Folge. Und in dieser Folge haben wir natürlich wieder echt interessante Neuigkeiten für euch, über die ihr auch gerne in den Kommentaren diskutieren dürft. Zum Beispiel zu Division 3, zum Sony-Hack und noch über vieles mehr. Also bleibt dran, denn das sind die News der letzten Tage. Julian Garofsky, der derzeit bei Massive Entertainment als Creative Director an Star Wars Outlaws arbeitet, wurde kürzlich zum Executive Producer der The Division Serie ernannt. Nebenbei bestätigte Ubisoft, dass man an Tom Clancy's The Division 3 arbeitet und dieses Projekt von Garofsky beaufsichtigt wird. Laut Ubisoft wird Garofsky weiterhin an Star Wars Outlaws arbeiten und während der gesamten Entwicklung am Projekt beteiligt sein, bis das Spiel veröffentlicht und die Entwicklung abgeschlossen ist. So erfreulich die Nachricht auch ist, einen kleinen Dämpfer gibt es, denn aktuell befindet sich die Entwicklung von Division 3 noch in einer frühen Entwicklungsphase. In der Vergangenheit brachte Lego schon einige Nintendo Display Sets auf den Markt, darunter der Fragezeichenblock aus Super Mario 64, das Nintendo Entertainment System oder den mächtigen Bowser. Jetzt kündigte Lego via X das vierte Nintendo Set an, das aus Marios Pipeline auftaucht. Das im Video gezeigte Modell ist eindeutig eine Piranha-Pflanze und im Video ist auch die Musik zu hören, die in Super Mario 64 ertönt, wenn man an einer schlafenden Piranha-Pflanze vorbeigeht. Das Produkt ist bereits auf der offiziellen Lego-Webseite gelistet mit einem Veröffentlichungsdatum und einem Preis. Die Piranha-Pflanze soll ab dem 6. November für 64,99 € online und im Markt erhältlich sein. Was mich gerade richtig interessieren würde, wäre, was soll Lego als nächstes umsetzen? Eine N64? Ein Riesen-Yoshi? Worauf würdet ihr denn euch freuen? Der geplante Switch-Port von Ballistic NG, einem von Wipeout inspirierten Rennspiel mit überwiegend positiven Bewertungen auf Steam, wurde aufgrund der kürzlichen Änderung der Unity-Richtlinien abgesagt. Dies kündigte Entwickler Neognosis via Steam in ihrem Blogbeitrag an. Trotz der Bemühungen von Unity, sich nach dem PR-Desaster zu erholen und zurückzurudern, hat der Entwickler einfach kein Vertrauen mehr und zudem auch keine Zusicherung, dass Unity eventuell nicht in einem kommenden Zug während der Entwicklung von Ballistic NG doch die ursprünglichen Pläne durchsetzen wird. Das Spiel mit einer älteren Unity-Version auf der Switch zu veröffentlichen ist leider nicht möglich, da Nintendo eine fortlaufende Unity-Version-Anforderung für Spieleveröffentlichung fordert. Auf Steam ist das Spiel nicht in Gefahr und wird nicht verschwinden, so die Aussage des Entwicklers. Phil Spencer, der Leiter von Xbox, hat bestätigt, dass man in Zukunft auch AAA-Exklusivtitel von japanischen Entwicklern erwarten kann. In einem Interview mit Game Watch wurde Spencer gefragt, ob auf der Xbox auch einzigartige japanische AAA-Titel wie Lost Odyssey oder Blue Dragon exklusiv erscheinen könnten und nicht nur Xbox-Versionen japanischer Spiele, die mitunter auch auf der PlayStation oder der Switch erschienen sind. Spencer bestätigte im Interview, dass man bereits mit japanischen Entwicklern zusammenarbeitet. Sogar, dass auch ein Teil dieser Entwickler ein Teil von Xbox Game Studios sind. Und in Zukunft dürfen wir uns auf japanische First-Party- und Third-Party-Titel freuen. Die getätigten Antworten von Phil Spencer bestätigen und bekräftigen unter anderem auch die von Sarah Bond, Corporate Vice President von Xbox, getätigten Aussagen letztes Jahr gegenüber IGN. Eine Nintendo Switch-Version von Red Dead Redemption 2 wurde auf der Webseite des brasilianischen Bewertungsgremiums entdeckt. Wie vom X-User Necrolip bemerkt, wird eine bisher nicht angekündigte Switch-Version neben den bereits verfügbaren Versionen des Spiels mit aufgeführt. Leider ist nicht zu erkennen, wann der Eintrag für die Switch-Version hinzugefügt wurde. Ursprünglich erschien Red Dead Redemption 2 im Oktober 2018 für PlayStation 4 und Xbox One. Klassifiziert wurde das
Spiel im September 2018 vom brasilianischen Bewertungsgremium. Da Rockstar erst kürzlich die Switch- und PS4-Ports des Originals von Red Dead Redemption veröffentlichte, wäre auch ein Switch-Port des Nachfolgers gut denkbar. Aber aufgrund der hohen Hardware-Anforderungen wäre wohl eine Cloud-Version wahrscheinlicher. Aber gerne können uns die Rockstar-Entwickler eines Besseren belehren. Erst vor wenigen Folgen, etwa vor 3 Wochen, berichteten wir schon, dass sich der US-Schauspielerstreik auch auf die Gaming-Branche ausweiten könnte. In der News erwähnten wir eine Mitgliederabstimmung, die eine Abstimmung genehmigte, nachdem Verhandlungen mit Games-Publishern und Entwicklern ins Stocken geraten waren. Diese Abstimmung fand nun, wie schon berichtet, zwischen dem 5. und 25. September statt. Die Mitglieder stimmten mit 98,32% für die Streikbefugnis. Dies bedeutet jedoch nicht unbedingt, dass sofort ein Streik ausgerufen wird, sondern dass die SAG-AFTRA einen Streik ausrufen kann und darf. Seit Oktober 2022 befindet sich die SAG-AFTRA in bereits 5 Verhandlungsrunden mit der Game Industrie in Gesprächen, bisher leider ohne Erfolg. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den Zeitraum vom 26. bis 28. September geplant. Wird man dort keine akzeptable Einigung finden, könnte es einen Streik zur Folge haben und die hätte mit großer Wahrscheinlichkeit Auswirkungen auf die Releases kommender Spiele und Inhalte, da dann keine Schauspieler mit Gewerkschaftszugehörigkeit für Motion Capture oder Synchronarbeiten zur Verfügung stehen würden. Die Ransomware-Gruppe namens Ransom.vc behauptet, ihnen sei ein möglicherweise verheerender Ransomware-Angriff auf Sony gelungen. Dabei soll es ihnen gelungen sein, in alle Systeme eingedrungen zu sein und dort Daten abgegriffen zu haben. Wie aus dem Beitrag von Cybersecurity Connect hervorgeht, weigert sich Sony, die Daten freizukaufen, weshalb die Gruppe diese Daten jetzt auch zum Verkauf anbietet. Allerdings scheint die Beute der Angreifer für ein Eindringen in alle Systeme des Konzerns nicht so besonders umfangreich zu sein. Laut Cybersecurity Connect soll das Paket weniger als 6000 Dateien umfassen, darunter einige Bildprotokolldateien sowie eine große Menge an Java-Ressourcen und HTML-Dateien. Einen Preis für den gesamten Datenbestand nennt die Gruppe nicht. Eine offizielle Stellungnahme zu dem Vorfall seitens Sony steht zum aktuellen Zeitpunkt noch aus. So, an dieser Stelle melde ich mich von euch ab, denn wir sind am Ende unserer News-Folge angekommen. Wie gewohnt verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank fürs Reinschauen bzw. Reinhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung von euch freuen, wie auch über eure Kommentare auf YouTube. Schreibt uns eure Meinung zu den News, zum Beispiel was ihr euch von Division 3 wünscht oder was ihr vom Drohnenstreik haltet. Sehr gerne dürft ihr auch die News mit euren Freunden und Verwandten teilen, damit nicht nur ihr up to date seid und damit ihr weiterhin auf dem neuesten Stand bleibt und damit keines unserer News-Folgen verpasst, einfach ein Abo bzw. Follow dalassen und auf YouTube natürlich das Glöckchen nicht vergessen zu aktivieren. Die nächste News-Folge gibt es dann am kommenden Samstag. Bis dahin und darüber hinaus bleibt gesund und guten Loot euch. Ciao.